Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Star Wars Outlaws. Ich habe mal ein bisschen für mich gespielt. Ich habe mal die beiden Nebenmissionen gemacht, die... Warte mal, hier raus. Die da hinten gewesen sind. Einerseits diesen Bruder da zu finden. Hat sich herausgestellt, das war kein Bruder, sondern das war ein Auftragskiller, der eigentlich mit den Credits weggelaufen ist. Jetzt auch spannend. Und halt diese Konsole da hacken. Das war Standardding. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir bei den Hutten mittlerweile gut sind. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben mit denen nicht mehr so viel Stress. Und jetzt bin ich wieder hier bei der Hauptmission. Das ist Gelegenheitsding. Und dann mal gucken, wie sie uns da abziehen werden. 100 Meter. Ich habe kein gutes Gefühl. Aber warum ausgerechnet hier? Ich habe alles, was man jemals braucht. Da hinten oben. Ach da. Hallo? Kaves. Grancha Tatissa Uba Salif. Nicht dein Verdienst. Uba di noa chusa Gigi Hopa. Guspa sa uba wanta dat punkpa. Ja, Trailblazer, Tuamasu. Sie steht nicht zum Verkauf, falls du darauf hinaus willst. Oh, Tagua. Genuma uba no bata kapolado. Things. No bata. Ekoji chusa sado grani captain. Gigi penka venta se venish nulia cha toshara rule. Gehört Toshara nicht überwiegend zum Pike-Territorium? Minor Mikide, nu? Ja, gut. Aber ja eh Korruption. Du hast deine Pilotin. Grancha. Japank basa atima nulia doma toma. Hagwajiska huhawama. Ja, cool. Wieder Weltraum fliegen. Dafür bin ich jetzt hierher gefahren. Cool. Tattoo in Orbit. Ihr könnt hier bei Stellreise hier hin machen, weil irgendwie hat es hier keinen Punkt. Also, das heißt, ich darf zum. Das war die andere Gelegenheitsmission. Schnellreise. Dankeschön. Und so wie ich mich kenne, weil das beim ersten Mal gerade wieder verkacken. So. Wartet immer noch auf den Holo-Anruf. Stimmt, da war ja was. Ich werde mal nach draußen gehen. Bis später. Vermittler von anderen Aufträge verwalten. Mache ich denn das? Was ist das? Schüssel wächst. Ach so. Hoss hatte ein Todesmal. Aber ich werde nicht so enden wie er. Mache ich denn diesen Holo-Anruf? Bin dann. Was ist im Schiff machen? Da, hier machen? Inspizieren. Hey, Jalen. Ach, da. Ich frage mich, was genau auf Tatooine passiert ist, dass du diese Jägerin losgeworden bist. Was? Hat ND dir nicht all die schlüpfrigen Details verraten? ND 5 kannte sie nicht. Deshalb bin ich neugierig. Sie brauchte meine Hilfe und ich half ihr. Ich glaube, das respektiert sie. Kaves schließt Freundschaften an den unwahrscheinlichsten Orten. Ein nützliches Talent in unserem Beruf. Und hast du schon ein neues Schwergewicht? So wie du dich in letzter Zeit behauptet hast, weiß ich nicht, ob wir überhaupt eins brauchen. Ja, danke, Jalen. Ja, das war informativ. Okay,
Einmal rein hier. Start ihn. Ab in den Orbit. Dann los. Verstanden. Mittlerweile haben wir ja ein paar Upgrades. Und da wären wir. Jalen, wir sind gestartet. Gut. Unser Schwergewicht zu ersetzen ist eine Sache, aber dich zu ersetzen, unmöglich. danke. Das Gute ist, ich habe die Sache mit der Kopfgeldjägerin geklärt. Vielleicht. Glaube ich. Ah, toll. Also, ich bin einem zweiten Hacker auf der Spur und höre mich nach einem neuen Kämpfer. Fuck. Von links. Vielleicht brauchen wir keine zwei Hacker. Das schaffe ich allein. Nein, nein, nein. Oh, diese scheiß Steuerung. Du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Lass mich meine Arbeit tun und du machst deine. Ja. Gut, danke. Alter, das ist scheiße. Hast du schon mal einen Konvoi eskortiert? Normalerweise stehe ich auf der anderen Seite. Gut, dann okay, gut. Das sind Parkschiffe. Ah, mitten in Javas Revier. Voll Visions. Hat nicht funktioniert, Kane. Na komm. Gut, sehr gut. Nächsten Gegner. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Bist du? Nee. Vorsicht, Jack. Das sind Piraten. Ja, wow. Feind hinter uns. Scheiß Orientierung. Nice. Ne, komm, 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 komm. Ja, also. Gut. Nächsten, 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 nächsten. Fuck. Fuck. Komm, 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 komm. Die sind direkt hinter uns. Komm. Hey, was ist denn bei euch? Danke. Sehr gut. Wir treffen uns dort. Was? Wo? Alles dran. Wo treffen wir uns? Also in Orbit von Toshara. Okay, Toshara Orbit eh auswählen. Koordinaten für den Hyperantrieb werden berechnet. Weiß ich, mit dem neuen Geschütz bin ich irgendwie nicht so happy. Außer auf jeden Fall mehr Wumms. Das ist schon mal gut. Okay. Der hat auch die Option gegeben, dass er stirbt. Interessant. Hey, Bess. Ich dachte, du hättest ein besseres Händchen für Geschäftspartner. Nimm's nicht persönlich, Gorak. Ich tu den Hutten nur einen kleinen Gefallen. Hast du eine Ahnung, wie viel das Silikax auf dem Konvoi wert ist? Was auch immer man dir versprochen hat, ich zahl dir das Doppelte. Mmh.
Wir sind da ziemlich gut mit dem Ruf. Ich glaube, ich kann es mir leisten. Ich will mit den Hutten da besser zurechtkommen. Hm. Tut mir leid, Gorak. Da musst du schon früher kommen. ND, band den Frachter. Gorak macht Ernst. Oh oh. Konvoi hier ist die Bahnbrecher. Pikes im Anflug. Wie nett. Naja, war klar. Warum seid ihr eigentlich da unten drin? Die blödste Position ever für die Schlacht. Ah, geil. Ah, fuck. Komm. Alter. Gefechtssysteme aktiv, Captain. Komm, schieß. Hallo. Was ist denn das? Systeme außer Betrieb. Scheiße. Ja, toll. Ja. Danke. Ich hasse dieses neue Geschützsystem. Alla. Dann ist das jetzt wohl so. Gehen wir's an. Alla, komm. Gut. Shit. Da ist einer. Linke Seite. Oh, du hast es geschafft. War das alle? Also, wir atmen noch. Gott sei Dank. Ah, geil. Sag mir, dass wir schon fast bei Toshara sind. Wir haben etwa die Hälfte. Alles klar. Wo sind sie? Na komm, dreh das scheiß Ding. Ja, was du nicht sagst. Alter, da vorne. Ich hasse Weltraumschlachten. Komm. Ja, ich weiß. Nerv nicht. Gut. Wo ist der Rest? Komm. Wir werden getroffen. Komm. Zu deiner Linken. Wo ist er? Ach da. Sehr gut. Noch mehr? Ach, kommt jetzt. Fuck. Komm.
Jetzt. Okay. Zu weit weg. Dankeschön. Schieß! Dankeschön. Gut. Ganz ordentlich. Die Pikes verschwinden. Oh, Gurak will auf keinen Fall so leicht aufgeben. Ethereum! Oh, na, die kommen gerade recht. Die Pikes müssen uns verraten haben. Wir müssen den Konvoi verteidigen. Willi. Schieß! Ich hasse das, ich hasse das. Ist mir recht, der Grund ist mir egal. Gute Neuigkeiten, deine Kraft ist angekommen. Quest abgeschlossen, gut. Oh fuck, das war ein großes Minus. Kann ich jetzt nicht einfach abhauen? Ich weiß, ich weiß! Dankeschön. War's das? Hätte schlimmer laufen können. So, finally fertig hier. Okay. Schau mal kurz ins Journal. Chabas Schachzug. Gene 5 wurde. Ach ja, wir müssen ja halt auch noch bei der Retour. Auf Toshara, Tatooine, das machen wir nicht. Oder noch nicht. Okay. Ja, komm, dann landen wir mal. Jontas Hoffnung, landen bitte. Oh, komm jetzt runter. Da wären wir wieder. Hört sich fast an wie heimkommen. Du hast sechs, um den Peilsender einzusetzen. Also muss ich nur nach diesem Ort suchen und herausfinden, wohin der rote Punkt führt. Stimmt. Da war ja noch was. So. Jetzt gehen wir aber erstmal hier raus und machen mal die Schulden begleichen. Ich hoffe, das ist nichts zu Extremes. Hier drin? Schon von Wacker gehört? Wie, hat er dich endlich bezahlt? Ja, scheint so. Oder auch nicht. Ja, habe ich da was übersehen? Konnte ich nicht rein. Probieren wir es mal draußen.
da. Ich habe gehört, Jabba sucht nach mir. Sutta. Jabba, wie kann ich helfen? Du Traiser, nun ihr Grancher, Debatte, Kaji. Die 5 ist nicht mein Droide. Belastend für wen? Du willst also Toshara übernehmen? Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Hey, ND, Jabba möchte einen Datenblock, um Gouverneur Torden zu erpressen. Die Hutten wollen also Toshara übernehmen. Genau, das habe ich auch gesagt. Ich habe die Koordinaten. Ich treffe dich dort. Oh, dann bilden wir also ein Team? Wir sind bereits ein Team. Ja, aber diesmal schuldest du mir was. Okay, lass mal gucken. Wo misst man denn dahin? Einmal raus hier. Ah. Danach da hinten. Und wir müssen diesen einen komischen Ort da finden. Lass mal kurz gucken. Also, willst du mir sagen, warum du Schulden bei Jabba hast? Irgendwas komischer Fels. Jalen Schmugglerin auf Narsha dargeführt hat. Jalen hatte ein paar gute Jahre und hat immer Tribut an Gracchus den Hutten gezahlt. Gracchus? Sehr mächtig auf Narsha war. Alles lief bestens, bis Jabba davon erfahren hat. Ich bin fast da, dann erzähle ich dir mehr. Sind wir hier in einem Holodrama oder was? Sag mir einfach, was passiert ist. So, warte mal, ich schaue jetzt noch mal ganz kurz. Es könnte irgendwas... Okay, ich frag mich, wie groß... Oh, ja, Mann, lass mich doch mal ausreden. Ja, Herrgott, ich bin noch mal. Nicht der Einzige. Sieht so aus, als wüssten noch mehr Leute von diesem Datenblock. Du solltest dich lieber beeilen. Ich komm schon. Ja, ist sehr gut. Ah, warte mal, ich muss in die Richtung. Mal schauen, ob das einfach so irgendwie auftauchen wird, wo ich sage, ja, das sieht so aus wie das, was ich suche. Ah, da hinten vielleicht. So plus minus. So, Dale, wo bist denn du? Da unten? Ach, da. Okay. Moin. Warst du das? Hey, Andy. Wow, das Ding hat ganz schön was abgekriegt. Das waren keine Banditen. Du hast recht. Hoffentlich ist der Datenblock hier noch irgendwo versteckt. Ich glaube, wir kriegen hier Ärger. Wie immer. So. Schauen wir mal da rein. Zumindest schon mal eine Truhe. Ist. Blasterspuren. Als die Blaster abgefeuert wurden, ist die Person hier in Deckung gegangen. Da oben vielleicht noch irgendwie was. Komme ich da hoch? Pasche? Eine leere Tasche. Die muss ich mal hier gehört haben. Entweder hat er den Datenblock verloren oder versteckt. Hast du das gehört? Wir haben Gesellschaft.
Halt dich an mich. Vielleicht kann ich sie beruhigen. Okay. Bin doch. Oh fuck, Superdruiden. Wir sind keine Freunde. Was habt ihr aus dem Wrack geholt? Nichts. Ich habe einen verunglückten Gleiter gesehen und nach Verletzten gesucht. Ach ja? Und du hast keinen Datenblock gefunden? Rück ihn raus und ich schieß dich nicht in Stücke. Das willst du nicht wirklich. Ja, du hast recht. Wir können dich einfach verschrotten und deine Teile verkaufen. Oh. Bewegung. Fuck. Alter, Leute, nervt nicht. Okay. So, markieren, haben wir sonst noch einen? Ja, komm, schieß. War das alles? Okay, also, so regelst du das? Sie hat nach ihrem Blaster gegriffen. Nein, hat sie nicht. Wollte sie aber. Oh, okay, das nächste Mal rede ich und du schaust grimmig. Hier scheint nichts mehr zu sein. Der Datenblock ist längst weg. Moment, ich glaube, Nix hat eine Fährte aufgenommen. Was? Wo? Ja, das hat er. Gute. Junge. Oh, Wizard. Das war schön. Ach da. So, natürlich. Du schaffst das, Nix. Was ist los, Nix? Hast du was gefunden? Wir sind ohne Deckung. Könnte eine Falle sein. Jetzt komm. Ich lenke sie ab. Greif sie von der Flanke an. Wird gemacht. Ich mache das. Geh hinten rum. Immer weiter schießen. Okay, dann gehen wir halt hinten rum. Sehr gut. Wir hätten jetzt auch noch einmal Superpistole. Ihr hättet fliehen sollen. So umständlich. Ich bringe euch allein zur Strecke. Hey, geht es hier gut? Ja. Ja, alles in Ordnung. Aber ich glaube, Nix Fährte verliert sich hier. Mal sehen, was diese Pikes wissen. Ich treffe dich da oben. Wo? Wo oben? Ach da. Was gefunden? Leider nur Schrott. Aber es ist dir kein Zufall, dass die Pikes hier sind. Ich hacke ihre Comlinks. Mal schauen, was sie wissen. Team, bitte komm. Wir sehen die Fracht, brauchen aber Verstärkung. Team, hört mich jemand? Klingt, als wäre das eine Spur. Ja. Ich habe den Ort des Signals. Fang schon mal an. Ich störe in der Zwischenzeit die Pikes. Das macht so keinen Sinn, aber gut. Ja, welche Richtung? Noch da unten. Ja, ja, auf den Caps Lock hier. Dann einmal da runter. Ich kann da nochmal kurz den hier machen. Da oben vielleicht? Könnte es hinkommen, so von der Form? Aber es könnte da oben sein. So, Leiter, komm mal her. Da ist er ja. Naja, so wie es aussieht, gehen wir auch darauf.
War das nicht das eine Plateau, wo die Mechanikerin oben war? Ja, okay, das ist jetzt... Ah, rein? Oh. Ja, cool. Nice. Nicht unser Ziel, aber cool. Halt dich fest, Nix. Mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da bei dem... Warte mal, komme ich da überhaupt hoch? Ich würde sagen, wir müssen da... rechts rum. Ach Mann. Ich will so mit den Pikes nicht verscherzen. So. Das sieht ja schon mal nicht so falsch aus. Da unten. Sieht nach Crimson Dawn aus. Und die Pikes sind gleich bei ihm. Den Pike-Funkverkehr nach hat Crimson Dawn den Datenblocker. Alles klar. Ich versuche irgendwie an ihn ranzukommen. Hör zu, Kay. Ich bringe die Bahnbrecher nach Mirogana. Wir müssen uns beeilen. Jojo. Also, das sind jetzt effektiv meine Gegner. Die da unten, ne? Performance wieder voll am Arsch. Sag mal, setz jetzt echt meine Gegner hier. Ja. Ja, cool. So, wo ist dieser Stick? ND, ich hab den yes. Gut. Dann komm zurück zur Bahnbrecher. Der Funk dreht völlig durch. Wir müssen von hier verschwinden. Okay. Aber eigentlich hätten wir hier noch was zu tun. Eine Schnellreise zu dir machen. Ja, ja, nice. Ort öffnen. Ich komme von Toshara. Folgen, folgen, folgen. Schnellreise. Mann! Wir sind so langsam. Gut. Tschüss. Oh fuck. Ist jetzt irgendwie alles gegen mich. Geil. Geil, geil, geil. Komm. Dankeschön. So, und's. Komm, rauf, 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 rauf.
Nein, nicht langsamer werden. Alter, komm. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Weg hier. Wann immer du bereit bist. Na schön, gut, Handy weg. Fünf. Auf geht's. Habe verstanden. Aber rein so vom Logischen, ne? Hätte er mich auch da hinten aufgabeln können, anstatt wieder hinten zu landen. Jetzt sind wir von Toshada weg, obwohl wir da eigentlich was machen sollten. Fantastisch, geschafft. Eher nicht. Das ist eine Routineinspektion. Deaktivieren Sie Ihren Unterlichtantrieb und übermitteln Sie Ihre Transporterkürzung. Warte, Kay. Wenn wir jetzt fliehen, sind wir ein leichtes Ziel. Wir sollten den richtigen Moment abwarten. Ruhe bewahren fürs Erste. An alle Schiffe, ziehen Sie sich zurück. Sie haben bis auf Weiteres keine Berechtigung, in diesem Sektor tätig zu sein. Wir wollen kein Ärger. Wir wollen uns nur, was uns gehört. Hände weg. Gorak hat bereits dafür bezahlt. Oh. Wie wär's mit abhauen? Sieht aus, als wären wir in Sicherheit. Nicht ganz. Tatooine. Lade die Spulen des Hyperantriebs. Schnell, 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 schnell. Zeit zum Sprung. Cool. Das war die richtige Entscheidung, ruhig zu bleiben. Oh, geschafft. Dann bringen wir das Ding lieber schnell zu Jabba. Auf dem Datenblock gibt es eine Menge Material über Tron. Er hat imperiale Geheimnisse verkauft. Der Kerl räumt Millionen ab. Das erklärt, warum Jabba ihn will. Torden würde sonst des Verrats angeklagt. Es gibt auch einen Haufen imperialer Baupläne. Davon hat Jabba nichts erwähnt. Ah, okay. Einfach mal random den Schatten da drauf. Das ist halt nach wie vor so seine Momente, wo es spinnt. Inklusive Performance-Drops. Wieder am Boden. Kein intelligentes Kommentar? Sag mal, ich frag mich das schon eine Weile. Wo hast du den Mantel her? Das ist doch keine Standardausstattung für BX-Kommandodroiden. Diese Information ist vertraulich. Natürlich. Wie bitte? Seit wann ist deine Bekleidung vertraulich? Ich sag es dir nicht, Kay. Ich scheine da auf etwas gestoßen zu sein. Sehr geheimnisvoll. Ich bin nicht geheimnisvoll, ich bin diskret. Das ist ein Unterschied. Aha, ich krieg das schon noch raus. Viel Glück. Trotzdem ist es nur ein Mantel. Oder ist es ein Mantel von einem guten Freund, den er verloren hat? Oder auf der Suche ist? Sachen hier angekommen, Kay. Toll, das hole ich schon mir. Wieder. Posteingang, eine maßgeschneiderte exquisite Jacke. Der Adrenalin, wenn nichts Erfolgreiches, kann die Aktion durchführt. Okay, cool.
So, ich sehe mal auf die Uhr. Es ist eh wieder an der Zeit. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss und in der nächsten Episode gehen wir zu Jabba. Damit wir dann wenigstens Schnellreise machen diesmal. Mal gucken. Ach, wisst ihr was? Machen wir das nochmal schnell. Nachdem ich schnell reisen kann. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, ich muss da wieder manuell hinfahren. Ich habe Jabbas Majordomus kontaktiert. Sie erwarten dich. Du hast also Zutritt zum Palast und kannst den Datenblock persönlich überbringen. Alles klar, das ist gut. Kavis. Lama, Kavis, Obatangibola. Mit dem größten Vergnügen. Warum ist jetzt da das Symbol vom Ende 5 wieder kommt? Hier ist der Datenblock. Dies Otto Disto Jagovne. Hier Otto Venta Nobata Tinka Kutasa Taji. Und damit ist ND5 schuldenfrei. Ich geh dann mal. Mobashado. Dies Intel Mamu Granja Nagabame Kum. Haku Antoba, die Uberfind. Ach komm. Richtig, ich habe Pläne gefunden, aber sie schienen nicht besonders wichtig zu sein. Jikaba Numa Wau Chuwanka Sajiska Chupache Je. Hey, das war nur ein Versehen. Numa Chubapako Mucha Katinga Tis Duwana Atima Pola. So, Thema damit erledigt. Also garantiert nicht, aber eventuell für ND5 erstmal. Jabba hat es nicht gefallen. Jabba vergisst nie. Kay, er ist nicht ohne Grund der letzte Hutte, der hier das Sagen hat. Versuch nicht, ihn auszutricksen. Er wird es wissen. Tut er immer. Aha. Und was hast du so für Jabba gemacht? Vielleicht ein anderes Mal, Kay. Alles klar, Andy. Ich bin bei Jabba fertig. Wie ist das gelaufen? Ich hab ihm die Pläne übergeben. Gut so. Du hast dich bei dieser Mission sehr vernünftig verhalten. Absolut gar nicht. Jabba wusste die ganze Zeit Bescheid, oder nicht? Natürlich. Jabba weiß immer sehr viel mehr, als er zugeben würde. Und er bestraft alle, die ihn belügen. Okay. Gut, das wäre das. Dann wäre das mal erledigt. Wobei, ich hätte es mit ein bisschen etwas anderem Ende gerechnet. Und jetzt soll das Gespräch zum Schluss. Naja, Star Wars Outlaws. Polish auf maximaler Stufe. Also, jetzt aber wirklich. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.